Topspiel, 9. Spieltag, Juri Knorr und die Rhein-Neckar-Löwen auf Mission Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen Eisenach, gegen die Füchse Berlin, den ungeschlagenen Tabellenführer Matthias Kitzel und Lasse Anders. Und die beiden denen tragen ja fast die komplette Last im Rückraum durch den Ausfall von Fabi Wiede und Paul Drucks. Die Löwen kamen gut rein. Die Wiedergutmachung für das Eisenach-Spiel nahm Formen an. Schnelle 5:3 Führung, weil sie offensiv sehr effizient waren. In der Abwehr ein bisschen spekulierten Grötzki mit dem 5:3. Dann fanden sich aber die Füchse immer mehr und setzten sich so Mitte der ersten Halbzeit ab, vor allem weil Andersson und Kitzel ihre Kreuzungen überragend spielten und dann immer wieder den freien Mihailo Marsenic am Kreis fanden. Der Schockmoment, Verletzung Max Dari in Halbzeit 1, es war wohl der Knöchel und er kam auch nicht wieder nach diesen Bildern. 17:14 zur Pause unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason und dann zündeten die Füchse noch mal so richtig. Sie hätten zur Pause schon deutlicher führen können. Sie waren das bessere Team, das holten sie danach. Kobeljak im Mittelblock nach der Dari-Verletzung klaut hier den Ball und das war ein Muster. Die Löwen warfen in Halbzeit 1 wie 2 wahnsinnig viele Bälle weg und hatten überhaupt keine Torhüterleistung. Und jetzt aufgepasst, das Tor, was gar keins sein kann. Es ist unfassbar, was Matthias Kitzel macht. 11 Tore heute, nur ein Fehlwurf, dazu 7 Vorlagen und er macht halt Dinger, die eigentlich gar nicht im Tor landen können. Er war nicht zu stoppen für die Löwen heute. Die Antwort von Juri Knorr mit 8 Toren noch der beste, kam für die Löwen zu spät. Natürlich ist die Enttäuschung riesengroß. Man kommt natürlich mit dem Wunsch nach Wiedergutmachung nach dem Spiel in Eisenach hierher. Und ich glaube, das Tempospiel von Berlin und die Fehler, die wir dann gemacht haben, waren heute ein Tick zu viel. Ich glaube, wenn man 38 Gegentore bekommt, dann ist das einfach ein Topspiel zu viel. Von daher ist das so meine erste Analyse. Ich bedanke mich für diese großartige Unterstützung von unseren Fans. Und es bedeutet uns viel, diese 2 Punkte gegen Rhein-Neckar zu holen. Und wir machen einfach weiter. Und von Anfang an, wir haben nicht so gut gespielt, aber dann hatten wir Kontrolle. Und ich glaube, dass unser Angriff war heute überragend und wie gesagt, wir machen weiter und neue Aufgaben stehen vor uns und wir werden jetzt versuchen, uns zu regenerieren und nächstes Spiel nochmals gut zu spielen. Die Füchse mit dem 9. Sieg im 9. Spiel, der Tabellenführer, das einzig perfekt gestartete Team in der HBL. Ein überragender Matthias Kitzel reichte, um den Pokalsieger mit 38:32 zu bezwingen.